Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beraten heute abschließend über Ihren Gesetzentwurf, zumindest für diese Wahlperiode. Ich bin mir sicher, dass wir spätestens zu Beginn der neuen Wahlperiode mit der erneuten, dann 13. Einbringung rechnen dürfen. Und dass es auch dann keine Mehrheit für Ihren Antrag und für Ihren Gesetzentwurf geben wird. Ergänzend beraten wir einen Antrag, der die Aufforderung an die Bundesregierung enthält, zur Vorlage eines Gesetzentwurfs, der, was das Ziel angeht, genau Ihrem Gesetzentwurf entsprechen soll. Verstehen muss man das nicht. Offenbar misstrauen Sie Ihrem eigenen Gesetzentwurf, aber es ist immerhin schon ein guter Anfang, dass Sie der Bundesregierung mehr vertrauen als sich selbst. Und dazu passt ja auch, dass Herr Korte zu allem gesprochen hat, nur nicht zum Gesetzentwurf und zum Antrag. Auch das passt dazu, dass Sie Ihrem eigenen Antrag, Ihrem eigenen Gesetzentwurf offenbar misstrauen. Nun gut, ich will einige inhaltliche Bemerkungen auch zu Ihrem Vorhaben machen. Unser System, die repräsentative Demokratie, zeichnet sich aus durch eine große politische Stabilität. Viele Entscheidungen waren zu der Zeit, als sie getroffen wurden, überaus unpopulär. Ich erinnere zum Beispiel an die Entscheidung über die Westbindung, an den NATO-Doppelbeschluss, an die Einführung des Euro. Beschlüsse, die sich allerdings recht schnell als Segen für unser Land erwiesen haben. Unsere Vorgänger im Bundestag haben damals Rückgrat bewiesen und entgegen der damals vorherrschenden Meinung in der Bevölkerung richtig entschieden. Das Gesetzgebungsverfahren ist in langjähriger Praxis zu einem ausdifferenzierten Verfahren geworden. Es gibt wieder streitende Interessen, natürlich, die es zu kanalisieren gilt und die es aufzunehmen gilt. Es gibt mehrere Lesungen im Plenum, es gibt Ausschussberatungen, es gibt Sachverständigenanhörungen. Am Ende stehen Gesetze, die den unterschiedlichen Interessen Rechnung tragen. Dieses hohe Maß an thematischer Tiefe und Flexibilität können Plebiszite nicht bieten. Volksabstimmungen führen in vielen Fällen zu einer unangemessenen Verkürzung der Sachthemen. Sie bieten auch bei komplexen Themen nur die Antworten Ja und Nein. Man muss jedoch auch Ja-Aber sagen können. Und diese Verkürzung von Sachthemen eröffnen populistischen Konstellationen viele Handlungsmöglichkeiten. Es besteht die Gefahr, dass Entscheidungen nicht auf Grundlage von sachlichen Erwägungen getroffen werden, sondern eher auf Grundlage von Emotionen. Und ich denke, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wären schlecht beraten, wenn wir uns in wichtigen Sachfragen von Stimmungen und Stimmungsmachern leiten lassen würden. Ich möchte Ihnen das, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, an einem aktuellen Beispiel verdeutlichen. In den Niederlanden stand im April das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine zur Abstimmung. Der Text des Abkommens beläuft sich übrigens auf 177 Seiten, dazu 46 Anhänge und 3 Protokolle im Umfang von fast 2000 Seiten. Unter anderem beschäftigt sich das Abkommen mit Zöllen auf bestimmte Produkte. Eine überaus spannende Lektüre. Und daher verwundert es nicht, dass fast 70% der Niederländer der Abstimmung fernblieben. Mit dieser Legitimation musste die niederländische Regierung dann als Ergebnis oder das Ergebnis der Abstimmung in Brüssel vertreten, meine Damen und Herren, nachhaltig, Verlässlichkeit, ein starkes Mandat für eine Regierung, das sieht anders aus, jedenfalls nicht so. Die Entscheidung wurde gleichzeitig als Zeichen der Ablehnung der Europäischen Union gedeutet. Und gerade dies war auch die Absicht. Die Initiatoren ging es nicht um die Frage, die konkret zur Abstimmung stand. Und das gaben sie sogar sehr offen zu. Arjan von Dixhorn, einer der Organisatoren, hat zum Beispiel in einem Interview mit einer Tageszeitung in den Niederlanden gesagt, und ich zitiere ihn, natürlich kümmert uns die Ukraine nicht. Ein Nexit-Referendum ist aber bisher nicht möglich. Wir nutzen daher alle Möglichkeiten, um die Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Europäischen Union unter Druck zu setzen. Zitat Ende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist ein aktuelles Beispiel, das die Befürworter von Volksentscheiden aufhorchen lassen sollte. Hinzu kommt, dass das Instrumentarium die Spaltung der Bevölkerung in politisch Aktive und einen Teil, der sich nicht an Wahlen und Abstimmungen beteiligt, verschärfen könnte. Und das sehe ich genau anders als Sie, Herr Korte. Ich möchte zitieren Michael Müller, den regierenden Bürgermeister von Berlin, wohlgemerkt ein Sozialdemokrat, also nicht unserem Lager angehörig, der gesagt hat, er befürchte, dass die
Zitat, Instrumente der direkten Demokratie nicht ein Mehr an Demokratie für mehr Menschen bedeuten, sondern nur für einige wenige, die sie schon vorher gut artikulieren konnten. Zitat Ende. Ja, eben. Und darum darf Demokratie kein Elitenprojekt werden. Sie haben das ebenfalls verwandt, dieses Argument. Aber diese Beispiele zeigen doch, dass genau das passieren würde, wenn man Ihren Gesetzentwurf heute so verabschieden würde. Ich wundere mich, dass gerade Sie das befördern wollen mit Ihrem Gesetzentwurf. Der Vollständigkeit halber möchte ich auf zwei weitere Änderungen eingehen, die Sie mit Ihrem Gesetzentwurf einführen möchten. Die Absenkung des Wahlalters auf 16 und die Einführung einer Wahlberechtigung für Nichtdeutsche. Das Wahlalter ist auf Bundesebene bislang an die Volljährigkeit geknüpft. Und diese bringt unter anderem auch die volle Geschäftsfähigkeit mit sich. Für uns ist das eine nachvollziehbare Wahlrechtsvoraussetzung. Und das Gleiche gilt für das Vorhandensein der deutschen Staatsbürgerschaft. Wer Staatsbürger mit allen sonstigen Rechten und Pflichten ist, dem steht auch das Wahlrecht zu. Und wer unsere Staatsangehörigkeit noch nicht besitzt, aber auf Bundesebene wählen möchte, ist herzlich eingeladen, deutscher Staatsbürger zu werden. Wir freuen uns über jeden, der diesen Weg ergreift und die Staatsangehörigkeit beantragt. Meine Damen und Herren, ich möchte, das ist meine letzte Bemerkung, lieber Özcan, Mutlu, wir werden diese Woche, haben wir erlebt, dass das Planspiel Jugend im Parlament stattgefunden hat. Die Jugendlichen übernehmen bekanntlich die Rolle von fiktiven Abgeordneten und haben dann die Aufgabe, Gesetzentwürfe durch das Gesetzgebungsverfahren zu begleiten. Auf der Tagesordnung stand unter anderem ein Entwurf eines Gesetzes zur Einführung bundesweiter Volksabstimmungen. Und dieser Gesetzentwurf weist erstaunliche Ähnlichkeiten mit Ihrem Gesetzentwurf auf. Und auch unsere jungen Kollegen haben den Gesetzentwurf mit stichhaltigen Argumenten und deutlicher Mehrheit abgelehnt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, um die Abgeordneten von morgen müssen wir uns keine Sorgen machen. Im Gegenteil, wir können stolz darauf sein, wie präzise und scharfsinnig doch diskutiert worden ist. Wir folgen unseren jugendlichen Vorbildern und lehnen Ihren Gesetzentwurf und Ihren Antrag ab. Herzlichen Dank. Jedenfalls ist die Veranstaltung Jugend im Parlament keine Einübung in Plebiszite, sondern in den anspruchsvollen Umgang mit Repräsentation. Wie auch immer, ich möchte, bevor ich den nächsten Redner aufrufe, auf der